Nachrichten hier bei Welt. Und wir wollen gleich mal live in den Bundestag schauen, denn wir erwarten ein Statement von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Es geht um die Einigung der Großen Koalition zur Aufnahme von weiteren 1.553 Flüchtlingen aus Griechenland. Und hier sehen wir auch schon den Bundesinnenminister ankommen. Aufgenommen werden sollen ja Familien und anerkannte Asylberechtigte. Und sie sollen offenbar nach objektiven Kriterien ausgesucht werden, um eine so unkontrollierte Folgewirkung, so heißt es, zu vermeiden. Horst Seehofer hatte sich ja eigentlich immer für eine europäische Lösung ausgesprochen, hatte auch Sorge formuliert, dass eine deutsche Lösung ja ein falsches Signal eben sein könnte. Nun also doch diese doch etwas unerwartete Einigung. Man hatte auch ein bisschen damit gerechnet, dass die SPD da eventuell blockiert. Saskia Esken hatte ja im Vorfeld gesagt, dass sie sich da eine andere Lösung wünsche, dass sie eben mehr Flüchtlinge aufnehmen will. Nun hat man also doch diesen Kompromiss gefunden. Wir sind gespannt, was Horst Seehofer jetzt dazu zu sagen hat. Hören wir doch direkt mal rein. Dann droht ihr schon Fragen an. So, schön langsam. Wie geht's euch? Gut. Ja, die hat zwei Pfeiler. Einmal ist die Hilfe vor Ort, das ist das ganz Entscheidende, dass wir dort auf Lesbos den Griechen helfen, menschenwürdige Umstände herzustellen, und zwar möglichst schnell. Die deutschen Hilfsorganisationen sind hier massiv im Einsatz, insbesondere das THW und das Deutsche Rote Kreuz. Das ist das Allerwichtigste, die Hilfe vor Ort schnell, damit wir spätestens vor Winter dort menschenwürdige Zustände haben. Und das Zweite ist, die Griechen zu unterstützen bei der Reduzierung der Lagerbelegung, der Unterkunftsbelegung. Und das machen wir Deutsche dadurch, dass wir anerkannte Asylberechtigte, und zwar Familien mit Kindern, in der nächsten Zeit nach Deutschland holen. Das sind insgesamt 408 Familien und 1.553 Personen. Und ich denke, das ist eine große Geste der Humanität. Nein, die bezieht sich auf alle fünf Inseln, die es in Griechenland gibt, mit Flüchtlingen. Und der griechische Ministerpräsident hat sich gegenüber der Bundeskanzlerin für diese Entscheidung jetzt gerade sehr bedankt. Herr Seehofer, in der Fraktionssitzung gab es offensichtlich auch Kritik daran, dass ein deutscher Alleingang ist bei den 400 Familien. Woran liegt es, dass kein anderes europäisches Land mitmacht? Wir haben immer wieder gemeinsame europäische Lösungen bei der Seenotrettung, dann auch bei den unbegleiteten Minderjährigen. Das sind aber immer zwischen 5, 6 und 10 Staaten, also immer schon eine Minderheit innerhalb der Europäischen Union. Und deshalb kommt es jetzt sehr darauf an, dass wir in den nächsten Wochen dafür arbeiten, eine gemeinsame europäische Asylpolitik zu bekommen, wo auch alle Mitgliedstaaten mitmachen. Wir haben jetzt gesehen, das Geschäft der Schleuser können Sie als Nationalstaat alleine nicht unterbinden. Das geht nur, wenn die Europäische Union gemeinschaftlich handelt. Und deshalb ist es so dringend notwendig, dass wir nach Jahren des Nichtstuns eine europäische Asylpolitik bekommen. Die Kommission wird am 23. September, ich glaube also nächste Woche, ihren Vorschlag vorlegen. Und dann werde ich versuchen, da wir ja die Ratspräsidentschaft haben, so viel wie möglich an politischer Verständigung innerhalb Europas herbeizuführen. Ich glaube, jetzt muss jeder begriffen haben, wenn die Europäische Union nicht handelt, keine Migrationspolitik definiert, die an der Außengrenze ansetzt, dann werden wir immer wieder unschöne Entwicklungen bei der Zuwanderung nach Europa erleben. Und das kann niemand letzten Endes wollen. Sehen Sie die Gefahr, dass sich eine Situation wie 2014, 2015 wiederholt? Nein. Sie wissen, wie ich
bei der Migrationspolitik eingestellt bin. Ich bin für dieses Begriffspaar Humanität und Ordnung. Sie kriegen Humanität in einem Lande nur zustande, wenn Ordnung herrscht, wenn die Leute wissen, wer im Land ist und wenn die Leute auch wissen, es sind nur diejenigen schutzbedürftig, die verfolgt werden oder in einem Bürgerkrieg sind. Auf der anderen Seite ist Ordnung nicht ohne Humanität aufrechtzuerhalten. Also brauchen Sie beide Pole und das bestimmt meine Politik. Wenn Sie keine Ordnung mehr haben, dann können Sie auch keine humanen Entscheidungen treffen. Und das haben wir verändert in den letzten Jahren. Wir haben jetzt eine sehr überschaubare Zuwanderung, eine sehr niedrige Zuwanderung. Und deshalb können wir auch den einen oder anderen Punkt der Menschlichkeit setzen. Das könnten wir nicht, wenn wir jährlich 1 Million Zuwanderer hätten. Dann könnten wir nicht bei der Menschlichkeit großzügig sein. Wenn Sie aber bei der Zuwanderung unter 100.000 liegen, und das ist eine Größenordnung, die wir seit der deutschen Wiedervereinigung beinahe jedes Jahr hatten, dann können Sie auch humane Signale setzen. Bei der Seenotrettung, jetzt in Griechenland für Familien, die anerkannt sind. Und ich glaube, das passt gut zu Deutschland, zu unserer Kultur, zu unserer Tradition, auch zu dem, wie die Union, also meine Parteien, zu sozialen Fragen, zu menschlichen Fragen stehen. Ich habe gerade in der Fraktion gesagt, für mich ist das Wichtigste, dass wir diese Breite aufrechterhalten für die Mitmenschlichkeit in unserem Lande, auch international, und gleichzeitig auch für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung. Das war immer mein Weg und ich bin jetzt immerhin 50 Jahre in der Politik unterwegs. Kein einziger anderer Staat in der Europäischen Union. Was sind denn deine Rückmeldungen? Ja, die Rückmeldungen sind schlicht und einfach. Die Diskussion, die ihr in Deutschland führt, haben wir bei uns nicht. Das ist, darum habe ich ja immer die Sorge in den letzten Tagen gehabt, dass die Art und Weise, wie manche hier diskutieren, dazu führen könnte, dass das gemeinsame europäische Asylrecht in Gefahr ist. Weil die Leute sagen, andere Länder sagen, wenn es eng wird, handelt ihr sowieso. Und wenn es eng wird, dann wollt ihr mit der Moralkeule uns zwingen, irgendwo mitzumachen. Das sind die zwei Hauptargumente, die wir hören. Und die müssen wir aus der Welt schaffen. Das Bundespresse hat noch eine Folgelösung skizziert, dass möglicherweise eine Koalition der Willigen noch einmal mehr Menschen von Lesbos aufnimmt. Und dann würde sich Deutschland auch maßgeblich mitbeteiligen. Wie sieht es denn damit aus? Ja, wissen Sie, jetzt bin ich mal froh, dass wir Ordnung für die aktuelle Problematik geschaffen haben. Die haben wir uns ja nicht gewünscht, dass durch diesen Brand auch eine humane Notlage entsteht. Und Politiker müssen auf humane Notlagen reagieren und können nicht sagen, jetzt warten wir endlos ab. Es war übrigens schon letzte Woche meine Meinung. Wenn Sie meine Reden vor der Pressekonferenz und vor dem Bundestag gehört haben, weil ich heute ja schon die Frage bekommen habe, haben Sie jetzt Ihre Meinung geändert? Ich habe das alles letzte Woche schon gesagt, dass ein zweiter Schritt folgt. Und der ist jetzt erfolgt. Ich bin damit sehr froh. Das ist eine überschaubare Größenordnung, eine Hilfe für gerade Kinder. Und das ist ja immer noch der schutzbedürftigste Kreis. Und ob jetzt noch EU-Länder sich besinnen und umorientieren, das werden wir sehen, da möchte ich jetzt nicht spekulieren. Wir haben nur mit der SPD vereinbart, sollte es dazu kommen, werden wir nicht auf der Seite stehen. Wie schnell ist das jetzt zur Aufnahme von Schutzbedürftigen gekommen? Ja, das sind keine ganz einfachen Verfahren. Sie werden noch wissen, dass wir vor der Sommerpause für 243 Kinder, die krank sind, und ihre Familien die Übernahme nach Deutschland beschlossen haben. Wir haben jetzt etwa die Hälfte hier schon nach Deutschland gebracht. Das ergibt sich auch aus der Pressemitteilung vom BPA. Und da sehen Sie schon alleine, dass es einige Wochen schon dauert, bis Sie die Covid-19-Problematik abgeklärt haben. Das müssen wir ja dort machen. Die Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt haben. Die auch Interviews, die geführt werden müssen, um die Identitäten ganz klar festzustellen. Das muss ja geordnet ablaufen und das dauert. Das unterscheidet diese Situation übrigens grundsätzlich von 2015.
Da hat man ja gesagt, über Nacht Grenze auf und nach Deutschland. Und wir haben dann hier die Probleme gelöst. Wir wollen die Probleme dort lösen und dann die Menschen hier aufnehmen. Wobei es, weil es anerkannte Asylbewerber sind, hier dann sofort die Integration geschaltet wird. Also die sollen nicht dann erst wieder in Unterkünfte kommen, wieder erst verfahren, sondern die sollen in Wohnungen kommen, die sollen ihre Integrationskurse bekommen und nach Möglichkeit auch Arbeit. Da werde ich übrigens schwerpunktmäßig auf diejenigen zukommen, die jetzt in Deutschland in den letzten Tagen pausenlos erklärt haben, dass sie die menschlichsten sind in Deutschland. Wir sind alle mit großem Herzen dabei. Alle. Ich kenne jetzt heute den ganzen Tag, habe ich keine anderen Menschen in der SPD, in der CDU, CSU getroffen, wo nicht der Wille vom Herzen her total vorhanden ist. Das Problem ist immer, wir sind nicht unendlich zu allem in der Lage. Also für alle Schicksale, die es überall auf der Welt gibt. Das schmerzt, aber es ist nicht aus der Welt zu räumen. Ist das ja nicht überall auf der Welt, sondern in Manhattan? In abgefahrenen Lager sind 12.000 Menschen gewesen, die holen 1.400 unter anderem aus diesem Lager, aber von anderen Inseln. Was passiert mit den anderen Menschen dort? Und wie gesagt, nicht irgendwo auf der Welt, sondern in Europa. Ja. Was sind da die Ideen? Ja, da ist der erste Punkt, den ich genannt habe, denen, die dort bleiben, weil sie jetzt nicht zu dieser Gruppe gehören, der Familien, die anerkannt sind, denen muss man vor Ort helfen, in der Versorgung, in der medizinischen Betreuung, in der Qualität der Unterkünfte, in den sanitären Einrichtungen. Das ist jetzt das Wichtigste, sozusagen die Menschen in eine menschenwürdige Umgebung zu bringen. Und ich bin froh, dass der griechische Ministerpräsident jetzt bereit ist, dass er da eng mit Europa und uns zusammenarbeitet. So große Aufgaben, ich sage Ihnen das, sind nur global zu lösen. Wenn man sich einbildet, nur ganz alleine, wird man scheitern. Sollen das dann so Aufnahmezentren nach EU-Recht auf richtigen Territorium werden oder sind das sozusagen andere Aufnahmezentren in Griechenland? Nein, das ist ein Pilotprojekt zwischen der griechischen Regierung und der EU. Die Kanzlerin wird diese Woche noch mal mit von der Leyen und dem griechischen Ministerpräsidenten deshalb reden. Da sind wir beteiligt. Erstens soll das schnell gebaut werden. Das soll ja alles vor dem Winter fertig sein. Da muss man manche bürokratischen Hemmschuhe wegziehen, damit das schnell funktioniert. Und dann soll es gemanagt werden unter maßgeblicher Beteiligung der EU. Und damit wird auch deutlich, dass die Flüchtlingsfrage eine europäische Frage ist und nicht nur von Griechenland. Sie hatten bisher immer gesagt, Sie wollen keinen deutschen Alleingang. Gibt es doch einen? Die 1.500 Flüchtlinge, was sagen Sie den Kritikern? Warum haben Sie es nicht gleich so gemacht? Nein, man strebt immer zunächst eine europäische Zusammenarbeit an. Bei den unbegleiteten Minderjährigen ist es uns ja gelungen. Da muss man nur immer darauf hinweisen, die Hauptakteure waren immer schon Frankreich und Deutschland. Andere, die gerne in der Öffentlichkeit auftreten, die nehmen dann zwei, aber erwecken den Eindruck, sie seien der Hort der Mitmenschlichkeit. Ich will da nur mal darauf hinweisen, denn das hinterfragt ja niemand, leider. Die Hauptakteure waren immer Frankreich, Deutschland. Und wenn Sie sich eine Zeit lang um diese Problematik angenommen haben und feststellen, trotz vielfacher Bemühungen durchs Kanzleramt, durchs Ministerium, schriftlich, mündlich, es bewegt sich bei keinem EU-Mitgliedstaat etwas, können Sie nur entscheiden, Sie machen gar nichts oder Sie machen eine verantwortbare Lösung, die sicherstellt, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholt. Und nachdem sich kein EU-Land bewegt hat, haben wir uns für die zweite Variante entschieden. So ist die Realität in Europa. So, ich habe, wie Sie alle wissen, einen Vollzeitjob und habe noch zwei wichtige Termine. Danke.
Aber ich bin jetzt richtig froh. Soweit also ein sehr zufriedener Horst Seehofer. Die Flüchtlinge sollen eben nicht ausschließlich aus Lesbos kommen, das hat er noch mal betont, sondern eben auch von anderen griechischen Inseln. Das sei insgesamt eine große Geste der Humanität aus deutscher Sicht. Man wolle aber in den nächsten Wochen natürlich weiter an einer europäischen Lösung arbeiten. Fragen wir noch mal bei Daniel Franz nach. Der hat sich dieses Statement auch mit angehört, Daniel. Und jetzt will man wieder an einer europäischen Lösung arbeiten, aber davon ist man doch weiter entfernt als je zuvor. Das musste doch auch Horst Seehofer gerade zugeben. So sei die Realität in Europa. Na, ich glaube, der Blick richtet sich hier erstmal nach Deutschland. Und insofern, es gab ja eine sehr große politische Bewegung der meisten Parteien hier im Bundestag, die sich eben dafür ausgesprochen haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Insofern hat er eben noch einmal betont, dass er jetzt sehr froh ist, dass es hier auch gelungen ist. Und es ist ihm eben auch gelungen ist, sozusagen die Einigung herzustellen zwischen der Kanzlerin und ihm, dass das reibungslos geklappt hat. Auch das hat er noch einmal betont. Ja, und in der Tat, er wurde natürlich vorgehalten, er hätte eigentlich einen deutschen Alleingang abgelehnt. Und da hat er noch mal begründet, warum er jetzt doch stattfindet. Schlicht und ergreifend deshalb, weil kein anderes europäisches Land sich bislang bereit erklärt hat, sozusagen in einer Nothilfe aus humanitären Gründen jetzt Migranten aus Lesbos aufzunehmen. Also da musste Deutschland handeln, so seine Argumentation. Also wenn sich Europa gar nicht bewegt, dann musste man jetzt aus humanitären Gründen hier aktiv werden. Und ja, das hat er eben in der Unionsfraktionssitzung hier hinter mir, die im Plenarsaal des Bundestages stattfand, noch einmal der Fraktion dargelegt. Und das wurde wohl auch sehr wohlwollend aufgenommen. Tja, und auch der Koalitionspartner SPD ist ja mit diesem Gesamtpaket einverstanden, so wie es jetzt gezeichnet wurde. Insofern zeichnet sich schon ab, dass das jetzt auch schnell umgesetzt werden soll. Als letzter Punkt vielleicht noch auf die Frage, wie schnell denn jetzt Migranten, Flüchtlinge nach Deutschland kommen, also sehr anerkannte Asylbewerber. Da meint er, das können schon noch einige Wochen dauern, schlicht und ergreifend deshalb, weil natürlich erstmal in einem geordneten Verfahren vor Ort, deren Personalien geklärt werden müssen, es müssen Corona-Tests vorgenommen werden und erst dann würden sie nach Deutschland kommen. Daniel, danke schön für den Moment.